Ich erzähle euch mal ein Kainmärchen. Man stelle sich einen Architekt vor, der für sein Werk, ein Hotel namens Granada, hoch angesehen und gefeiert wird. Er hat das statische Wunder vollbracht, ganz oben eine riesen Metallkugel in Form eines Granatapfels zu positionieren. Viele Menschen gehen täglich daran vorbei oder verbringen ihre Mittagspause immer gerne am Fuße dieses enormen Gebäudes und sitzen gemütlich auf der Bank. Bedenken hätte keiner. Ja, warum auch? Doch eines Tages rutscht die Kugel ein wenig vor das Gebäude. Eigentlich nicht wirklich viel, aber es reicht, damit alle reagieren. Keiner würde mehr auf der Bank darunter sitzen, weil sowieso längst alles gesperrt wäre. Auch in den Nachrichten würde berichtet werden über die Veränderung der Statik von diesem so beliebten Gebäude, bei dem die Kugel nicht mehr auf, sondern nunmehr vor das Gebäude gerutscht ist. Und jeder ahnt es längst. Eine derart veränderte Statik verheißt nichts Gutes und hat Folgen. Auch der menschliche Körper ist ein statisches Meisterwerk. Und statt einer Kugel in Form eines Granatapfels tragen wir einen Kopf auf dem Körper. Wenn aber eben dieser Kopf seine eigentliche Position verlässt und, genauso wie beim Hotel Granada, nicht mehr auf, sondern nunmehr vor dem Körper gerutscht ist, was dann? Ja, nix dann. Dann reagiert seltsamerweise keiner. Und in den Nachrichten würde es natürlich auch nicht darüber berichtet werden. Ich meine, beim Hotel Granada wurde die Kugel längst wieder an ihre Ursprungsposition gebracht. Und wie ist es bei uns Menschen? Übrigens, ein schmerzfreies Leben ist auch kein Märchen.